Schnodderle, Bastelzeit und heute mal wieder ein bisschen was aus der Ecke Batterien und Stromverbrauch und entsprechend dann Betrieb unterwegs. Ja, wenn ich Schaltungen unterwegs betreiben möchte, habe ich in letzter Zeit ja relativ viel gemacht mit verschiedenen LDOs, mit entsprechenden Sachen, die Strom sparen können. Aber einen Punkt haben wir noch nicht beachtet und den möchte ich mir dann heute mal angucken, so rein Interesse halber. Wenn ich unterwegs Sachen mit Strom versorgen möchte, fast immer sehen wir dann die hier. 18650er Lithium-Akkus ist quasi das, was heute quasi überall drin steckt. Vielleicht jetzt nicht in der Bauform hier, aber mindestens in flach hat jeder von euch wahrscheinlich eine in der Hosentasche in Form von einem Handy. Diese Zellen haben aber ein Problem. Und zwar, naja, sie speichern viel Energie und wenn diese Energie rauskommt, wenn man das nicht möchte, dann macht's Kavums. Möchte man nicht haben. Deswegen ganz wichtig, eine vernünftige Ladeelektronik zu haben, eine Schutzbeschaltung zu haben. Und gerade letztere ist eventuell ein Problem. Diese Schutzbeschaltung, die kommt zwar hier dran, ist teilweise sogar bei größeren Akkus im Akku eingebaut, aber naja, die braucht eventuell auch Strom. Und deswegen möchte ich mal anschauen, was diese Boards hier, die TP4056, denn so an Strom verbrauchen. Denn die setze ich quasi überall ein, wo ich mit hier den Zellen arbeite, jedenfalls wenn es einzelne Zellen sind. Einfach weil sie praktisch sind, die haben hier ein Lade-IC drauf mit USB-Port. Das heißt, ich kann einfach USB reinstecken und er lädt die Zelle passend auf, ohne dass da eine größere Gefahr von ausgeht. Aber die haben hier hinten auch diese zwei ICs. Das ist ein DW01, müsste der glaube ich heißen, ein Lithium-Zellen-Protection-IC. Und darunter dieser große, das ist ein MOSFET, der diesen ganzen Akku von sowohl der Ladespannung als auch dem Ausgang, den wir hier haben, abtrennen kann. Das ist auf der einen Seite natürlich praktisch, weil schützt die Zelle und damit auch eventuell unsere Hand oder was auch immer. Aber wie gesagt, diese Chips brauchen Strom und mich würde interessieren, wie viel Strom ziehen die? Denn wenn ich hier mit irgendwelchen RTC-Boards oder so arbeite, die hatte ich mir ja mal gebaut und die sind irgendwo im Mikroampere-Bereich, da kann das doch schon eventuell ganz ordentlich auf die Akkulaufzeit gehen, wenn der hier zu viel zieht. Also, ich baue mal hier so einen fertig auf, hänge den nicht an die Zelle, sondern an ein Messgerät und dann schauen wir doch einfach mal hier mit einem entsprechenden Präzisionsmessgerät, was denn da rauskommt, wie viel Strom denn hier so ein Chip zieht. Aber fangen wir erstmal mit der Hardware an. Ich habe hier mal eine schematische Darstellung von dem ganzen Ding. Und wir haben drei Chips hier. Fangen wir mit dem hier an. Das ist der eigentliche Charging IC, der TP4056. Wenn wir uns den mal angucken, dann haben wir hier ein paar technische Daten. Unter anderem der Input Supply Current. Und zwar hier im Shutdown-Modus. Das heißt zum Beispiel, wenn VCC kleiner als VBAT ist. Das heißt also bei uns, Batterie ist angeschlossen, VCC USB ist kleiner, zum Beispiel weil gerade kein Ladekabel dran steckt. Dann werden wir in diesem Shutdown-Modus. In diesem Modus 55 Mikroampere typical, bis zu 100 kann es auch gehen. Das ist also das, was wir an Verbrauch dazu erwarten haben. Okay, das ist natürlich schon mal eine Hausnummer. Das sind mal eben zwischen 50 und 100 Mikroampere, die da weggehen. Das ist bei einer Batterie Anwendung eventuell nicht ganz so dolle. Ansonsten haben wir noch den hier. Das ist ein MOSFET. Ist je nach Modell unterschiedlich. Ich habe hier den FS8205A. Der hat halt einen Widerstand 32 Milliohm oder 25 Milliohm. Ist für uns, denke ich, nicht ganz so relevant, weil wir arbeiten mit kleinen Strömen. Da ist dann nicht viel Spannungsabfall und entsprechend Leistung, die hier drüber verloren geht. Was wir allerdings auch noch haben, ist der hier. Das ist der DW01. Das ist der Protection IC. Das heißt, der sorgt dafür, dass der MOSFET ausschaltet, wenn irgendwas mit der Batterie ist, dass die Spannung zu hoch geht, zu tief geht, solche Sachen. Und wenn wir uns den angucken, sehen wir schon bei den Features Ultra Low Current 3 Mikroampere. Das heißt also, 103 Mikroampere ist das, was wir als Maximum erwarten dürfen. Mit etwas Glück ist es noch was weniger, 50, 60 Mikroampere. Das ist also jetzt die Hausnummer, die wir erwarten. Theorie klingt gut, aber wir wollen ja die Praxis sehen, also habe ich mir hier mal einen Testaufbau gemacht. Wir springen mal ein bisschen, wir sehen in der Mitte das Modul, haben dann rechts oben an Out-Minus einen braunen Draht angelötet. Der hat eigentlich gar keine Funktion, den habe ich mir nur dran gemacht, dass ich mit meinem Multimeter messen kann, ob auch wirklich das Modul geschaltet hat.
Im Normalfall für meine Messungen habe ich das nicht angeklemmt. Ganz links haben wir an B+ den gelben Draht. Das ist entsprechend die Batterie-Positivspannung. Ich habe allerdings keine Batterie hier dran geklemmt, sondern ein Labornetzteil, einfach weil ich ja die Spannung direkt regeln kann. Das ist für mich einfacher. Gelbes Kabel geht also direkt zum Netzteil. Und dann haben wir noch angelötet den B- zwischen den beiden. Den sieht man jetzt nicht so ganz. Der läuft hinter dem Board und dann runter. Das ist dieser weiße Draht. Und der ist aber dieser linken Klemme, die wir hier von dem Gerät darunter sehen, angeschlossen. Das ist der Microcurrent von EEV-Block, Dave Jones, kennt er vielleicht. Das ist ein Messgerät, womit man kleine Ströme messen kann. Im Prinzip ist das nichts anderes als ein Operationsverstärker, der nicht ganz so viele Störungen verursacht. Und für einen gewissen Strom, der unten über die beiden Terminals drüber fließt, kriegen wir auf oben den beiden Terminals, die gerade noch so im Bild sind, entsprechende Spannung dann präsentiert und die messe ich dann mit einem Multimeter. Wir gehen also mit dem Strom in den linken rein und beim rechten seht ihr ein Kabel eingesteckt. Überraschung, das geht zurück zum Netzteil. Diesen Microcurrent habe ich dabei so konfiguriert, dass er in der mittleren Stellung ist, das heißt 1 Millivolt pro Mikroampere. Wenn wir also gleich auf unser Messgerät, sagen wir mal 20 Millivolt sehen würden, dann wäre das gleichbedeutend mit hier fließen gerade 20 Mikroampere. Ich bin dann hingegangen, habe mein Netzteil geholt, habe das auf 4,2 Volt gestellt, also ein voller Lithium-Akku. Und das Ergebnis auf unserem Multimeter hier, 2,518 Millivolt, also 2,5 ungefähr Mikroampere, die hier fließen. Das ist deutlich weniger als das, was ich erwartet und befürchtet habe. Wir hatten ja eben gesehen, mit so 50 bis 100 sollten wir rechnen, aber offensichtlich hier kein Problem. Wir kriegen nur 2,5 Mikroampere und nicht 50. Und das ist natürlich deutlich weniger und entsprechend deutlich weniger Belastung für den Akku und entsprechend kostet uns auch hier die Schutzbeschaltung doch deutlich weniger Akkulaufzeit, als wir das gedacht haben. Ich habe das auch mal mit anderen Spannungen gemacht, bis runter auf 3 Volt. Und bei 3 Volt ist weniger Spannung, erwarten wir eigentlich, dass auch weniger Strom fließt, weniger Leckströme und so weiter. Und yep, wir haben dann plötzlich nur noch 1,2 Millivolt oder 1,2 Mikroampere statt den 2,5, die wir eben hatten. Und hier habe ich mal die ganzen Messwerte. Wir haben einmal hier unten oder auch in blau die Spannung, die ich simuliert habe als Batteriespannung. Dann haben wir in orange die Ausgangsspannung und in gelb der Stromverbrauch bzw. der Strom, der aus der Batterie entnommen wird. Wie wir sehen können, wir haben hier die Ausgangs- und Eingangsspannung quasi gleich. Gibt keinen Voltage-Drop oder irgendwas. Es fließt ja auch quasi kein Strom. Bis dann hier ungefähr, das ist bei ungefähr 2,5 Volt, da geht dann die Ausgangsspannung weg. Entsprechend schaltet der Ausgang aus wegen Unterspannung. Genauso können wir das hier sehen beim I. Wir haben hier bei 4,2 Volt ungefähr 3,7 Mikroampere, die da reingehen. Und da muss ich gerade nochmal dazwischen grätschen. Da sind nämlich ein paar Effekte drin, die irgendwie jetzt seltsam und nicht passend sind. Ich schätze, ihr habt es schon gemerkt. Hier haben wir plötzlich bei 4,2 Volt einen Strom von 3,7 Mikroampere und nicht von 2,5, wie wir es eben gemessen hatten. Da haben wir zwei Effekte, die da reingehen. Der erste ist der Effekt, dass ich falsch gemessen habe. Ja, kann man einfach so sagen. Ich habe da etwas nicht berücksichtigt und zwar am Ausgang von diesem Modul. Da habe ich auch die Spannung gemessen, das heißt, da hing ein Multimeter dran. So ein Multimeter, das hat halt eine Eingangsimpedanz von Pi mal Daumen 10 Megaohm meistens. Das heißt also ungefähr so 0,5 Mikroampere können wir schon mal abziehen, weil das schlicht und ergreifend das Multimeter ist, was halt auch ein bisschen Strom verbraucht. Normalerweise kann man das vernachlässigen, aber hier bei so kleinen Strömen hätte man eventuell daran denken sollen. Dann wären wir jetzt statt 3,7 nur noch bei 3,2, ist immer noch was mehr als die 0,5, die wir eben hatten. Ich schätze, da kommt dann ein zweiter Effekt noch mit rein. Und zwar hatte ich hier diese Messreihe, die aufgezeichnet wurde, später am Tag gemacht. Hat die Sonne ein bisschen geschienen, das heißt, der Raum war wärmer. Und ich gehe einfach davon aus, dass bei höherer Temperatur dieser Chip ein bisschen mehr Strom verbraucht. Und entsprechend, ja, das dann die Erklärung dafür ist, dass hier plötzlich die Kurven was weiter oben sind.
Der generelle Trend ist aber ja weiterhin sichtbar. Wir sind deutlich unter dem, was wir erwartet haben. Von daher, der Trend stimmt. Wir lernen also wieder, wer misst, misst, misst. Aber hey, weiter im Programm. Und das geht dann so quasi mit der Spannung ein bisschen linear runter. 3 Mikroampere bis dann hier kurz vorm Abschalten. Da sind wir bei 2 Mikroampere. Und danach kommen wir dann hier unten raus, unter einem Mikroampere. Das sind jetzt 0,9, 0,8 ungefähr um den Dreh. Okay, jetzt können wir schon mal grob sehen, was wir hier haben. Und damit können wir auch schon mal rechnen. Das heißt, wenn wir, sagen wir mal, hier eine ganz kleine 60 mAh Batterie haben, wir haben eine Schaltung, die 10 Mikroampere zieht, dann können wir ungefähr sagen, dass wir eine Laufzeit von 1,8 Monaten oder ungefähr 55 Tagen weniger haben, wenn wir die Protection nutzen. In der Realität wird es wahrscheinlich nicht wirklich viel ausmachen, weil unsere Spannungen, die die Schaltung benutzen, werden wahrscheinlich größer sein, sagen wir irgendwie 4 mA. Und da fällt das nicht mehr wirklich ins Gewicht. Gerade bei hier solchen kleinen Akkus, sagen wir mal hier ungefähr ein Headset, da haben wir, keine Ahnung, was sind das? Knapp eine Minute ungefähr, die wir weniger Laufzeit haben, auf eine Laufzeit von so 20 Stunden gesehen. Also realistisch gesehen, die Protection wird sich da nur mäßig bemerkbar machen. So, also meine Frage wurde beantwortet. Wie viel Strom braucht das Ding? Offensichtlich irgendwo so um die 2, 3, sagen wir mal um die 5 Mikroampere, die dafür draufgehen, diese Protection zu haben, zusätzlich zu entsprechend dem Akku und der Schaltung. Das ist etwas, das kann in Projekten, wo man sehr wenig Strom verbrauchen möchte, durchaus mal relevant werden. Ich würde aber sagen, für die meisten Schaltungen ist das vernachlässigbar. Wir haben ja immer noch die Selbstentladung vom Akku und solche Späße, die dann auch noch mit reinziehen. Da machen diese 5 Mikroampere Maximum da auch nichts mehr aus. Und dafür hat man ja auch einen entsprechenden Gegenwert, nämlich der Schutz der Zelle. Die fliegt einem zum einen nicht um die Ohren, wenn da irgendwie zu viel Strom fließt, und zum anderen geht es auch nicht direkt kaputt, wenn man dann doch mal ein bisschen länger auf Batterie läuft und die vielleicht leer läuft. Ob das jetzt immer so ist, ist natürlich nicht wirklich zu garantieren. Wir haben ja gesehen, eigentlich hätte das so das Zehnfache sein sollen, sage ich mal, was da rauskommt, bis hin zum 20-fachen. Ich habe es allerdings mal mit mehreren Modulen probiert, die auch von unterschiedlichen Händlern kamen. Das war alles ungefähr um den Dreh. Da waren keine großen Unterschiede zu erkennen. Also anscheinend sind die durch die Bank weg besser als das, was im Datenblatt da versprochen wird. Das ist natürlich dann gut für mich. Heißt, ich brauche mir da im Prinzip keine Gedanken drum zu machen, ob ich jetzt hier die einbaue oder nicht. Komme einfach in jedes Projekt rein. Und damit sind die Zellen dann geschützt. Ich verliere nicht wirklich Strom, der relevant wäre. Jedenfalls nicht in größeren Mengen. Und Zelle und Schaltung tun damit hoffentlich auch längere Zeit, was sie sollen.